man sollte den MW erstmal so belassen. Aus der vergangenen Saison in Zwickau weiß man, dass er Pott nun hat der FCK einen neuen Trainer, was seine Spielzeiten eventuell steigern kann. Nur wenn er im ersten Spiel unter Antwerpen nicht im Kader war, kann man noch nicht sagen, dass seine Spielzeiten tendenziell geringern. Allenfalls würde ich eine Abwertung auf 225. TSD nachvollziehen können, aber nicht auf 200. TSD. Da wäre mir der Sprung innerhalb eines Jahres von 300.000 auf 200.000 doch. Denke auch, dass ihn das 1-Stürmer-System unter Seibene nicht wirklich. Jedoch scheint Antwerpen auch eher auf ein 1-Stürmer-System zu setzen. Deshalb, mal sehen, wie sich die Situation entwickelt und MW erstmal belastet.